einem ganz besonderen Video von mir, denn heute gibt es die Wohnwagen-Roomtour von unserem neuen Wohnwagen. Das ist ein Hobby Deluxe 515 UHL, Baujahr 2022, also frisch vom Werk. Ich hatte euch ja so ein paar Mal die letzten Videos auf unserer Reise mitgenommen und wollte euch jetzt einmal detailliert zeigen, wie der Wohnwagen so aufgebaut ist und was er so Besonderes hat und warum wir uns für diesen entschieden haben, weil ich da tatsächlich ein paar Nachfragen bekommen habe, dass ich das auf jeden Fall zeigen soll und es euch auch interessiert oder einige von euch. Aber deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los und ich mache das hier alles self-made. Also von daher kann ich euch jetzt schon mal so einen kleinen Überblick zeigen. Das ist der Eingangsbereich, dort hinten ist der Wohnbereich bzw. die Sitzlounge und hier haben wir die Küchenzeile und den Rest zeige ich euch dann einmal später. Fangen wir mal hier vorne an. Ich habe es ja ein bisschen dunkel gemacht, aber alle Lichter an, weil die Lichtverhältnisse hier so hin und her schwanken. Ich zeige euch dann auch noch draußen unser Vorzelt, das ist auch was ganz Besonderes, aber starten wir erstmal hier in der Tür. Hier oben gibt es so ein Panel bzw. Bedienungspanel. Und da kann ich oder kann man ganz viel steuern, also das Licht und den Wassertank zum Beispiel sehen. Also wenn ich hier drauf drücke, sehe ich, dass der Wassertank ein Viertel voll ist. Da passen 40 Liter rein. Dann gibt es halt noch die batteriebetriebene Funktion und dann die ganzen Lichter, also das Außenlicht und ambiente Beleuchtung etc. Das Ganze kann man auch über das Handy steuern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Klimaanlage einschalten möchte, dann kann ich das über das Handy machen oder das Licht dimmen. Das ist nämlich hier auch möglich. Also schwenken wir mal kurz rüber. Also ich kann auch das ganze Licht hier dimmen, was ihr seht. Und ja, das ist die Tür. Die ist auch extra dick. Also auch für Wintercamping geeignet. Hier ist der Mülleimer. In dem Mülleimer befindet sich ganz specialmäßig einmal so ein Kehrblech. Damit kann man dann so kleinen Schmutz wegmachen und das finde ich ganz cool. Dann gibt es hier an der Tür noch so zwei Funktionen. Da habe ich jetzt zum Beispiel die Hundebeute drin und die Pets, also die Reinigungstücher für Emilia, falls sie mal dreckige Pfoten hat oder so. Das ist ja gerade so im Urlaub ja doch öfters mal der Fall. Da gibt es hier ein Rollo, was man hoch und runter machen kann. Dann verschließt man die Tür ganz normal, also indem man das hier so hochzieht, dann ist es verschlossen. Und hier oben haben wir auch nochmal so Fächer, da ist unser Autoschlüssel drin, ein paar Karten für den Campingplatz, Portemonnaie, also das, was so griffbereit sein sollte oder sein kann. Dann haben wir uns hier einen extra Fernseher einbauen lassen, also der ist wohl so für Campingsachen geeignet, also auch mit WLAN verbunden und kann man alles gucken, Netflix, YouTube. Allerdings haben wir jetzt noch keine Sat-Anlage, deswegen konnten wir das jetzt auch nicht so richtig nutzen und wir sind gerade auch auf einem Naturcampingplatz. Und zwar in Ückeritz und da gibt es das nicht, aber wir gucken sowieso nie Fernsehen. Also wir haben noch nie Fernsehen geguckt, wenn wir jetzt campen waren, weil wir ja immer oft mit Freunden zusammenfahren oder mit Freunden dann zusammen draußen sitzen und so oder halt auch mal zu zweit abends und dann eben erzählen oder jeder liest irgendwas etc. Auf jeden Fall gibt es hier oben noch eine kleine Bar. Fand ich am Anfang irgendwie ein bisschen unnötig tatsächlich, weil ich mir dachte, so viel Platzverschwendung für 6 Gläser, aber es sieht halt doch irgendwie ganz nett aus. Das sind auch Gläser vom Werk, also die sind schon drin. Das hier unten sind so Melamingläser und das da oben sind aber ganz normale Glasgläser. Ja, dann gibt es hier unten eine kleine Ablagefläche, da kann man dann in dem Fall Taschentücher oder so wichtige Sachen, die man immer braucht, wenn man rausgeht, gleich platzieren. Hier unten ist dann einfach nur ein Schrank. Da haben wir jetzt so die Switch drin von den Kindern. Und so ein paar Kabelsachen, also wirklich nichts Spektakuläres. Ich muss dazu auch sagen, das ist jetzt keine Roomtour, wo alles schon organisiert ist, sondern ihr habt es ja gesehen, wir haben super schnell gepackt und sind da losgedüst, weil wir den Wohnwagen ja bekommen haben und dann damit gleich verreist. Dann schwenke ich jetzt einmal um. Das ist der Wohnbereich. Da gibt es 3 riesengroße Fenster, die kann man alle öffnen. Gardine und Licht, also da kann man hinten nochmal was ablegen. Hier kann man sich auch richtig, richtig gut hinsetzen. Das war uns sehr wichtig, dass man eine große Sitzfläche hat, weil wir ja, wie gesagt, erstens 5 Personen sind und zweitens natürlich auch immer mal Besuch bekommen. Und ich zeige euch das jetzt einmal. Man kann den Tisch auch ganz normal verschieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich hier reinsetzen möchte, geht das. Oder wenn ich jetzt rausgehe, aber man muss das nicht machen. Man kann auch einfach so aufstehen. Ich kann mich auch hier schön hinflezen. Ich werde hier dann auch natürlich noch bequem Kissen hinlegen. Also ich saß vorhin hier auch so da drüben. Da konnte ich richtig gut liegen und ja, hier oben ist das Licht, kann man wie gesagt alles dimmen. Dann haben wir hier oben
die ganzen Schränke. Da gibt es super viel Platz. Die sind jetzt natürlich alle belegt. Hier sind meine Sachen drin, hier sind nochmal meine Sachen. Da sind die von meinem Freund. Und da hinten gibt es auch wirklich ganz viel Platz. Also ihr seht schon, hier hinten kann man da nochmal rein. Und hier in der Mitte gibt es auch viel Platz, aber da ist es noch nicht so richtig geordnet, deswegen zeige ich das jetzt auch nicht so, weil ich da noch kein System habe. Dann kann man natürlich auch das Bett oder diesen Bereich als Bett umfunktionieren. Da würde man dann in dem Fall den Tisch einmal runterklappen und dann die ganzen Polster drüber legen und dann hätte man diese ganze Fläche als Bett. Also da könnten dann locker zwei Personen schlafen, zwei Erwachsene, aber natürlich dann auch Kinder, wenn man das mag. Das müssen wir aber nicht machen, denn das war uns nämlich sehr wichtig, dass wir diese Funktion eben nicht mehr nutzen, sondern uns einfach hinlegen können. Und das zeige ich euch gleich. Und man sieht es wahrscheinlich schon hier oben, gibt es nämlich ein Hubbett. Das ist natürlich jetzt mit einer Hand recht schwer, aber das kann man einfach so runterziehen. Ich mache das mal kurz. So sieht es aus, wenn es einmal nach unten befördert wurde. Hier hängt man dann eine Leiter ein. Die befindet sich in dem Kleiderschrank und dann kann man ganz normal hochgehen. Es gibt auch noch Sicherheitsnetze. Also da hinten spannt man dann so ein kleines Sicherheitsnetz ein. Und hier vorne, das ist hier einmal drin und wird dann hier oben eingeklickt. Auch das kann ich euch einmal zeigen. Ich denke doch tatsächlich, dass man das ganz gut erkennen kann. Also es wird hier einfach eingeklickt. Dann kann man das hier noch fester ziehen. Dann ist es schön gespannt und auf Spannung sollte es auf jeden Fall sein, damit hier keiner rausfällt in der Nacht. Für zwei Personen geeignet ist 1,40 tief und ich glaube 2 Meter lang. Also die ganzen genauen Maße kenne ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ausreichend Platz. Da haben jetzt Elias und Felix immer geschlafen, fanden das ganz toll. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dort oben nochmal in die Sterne zu schauen am Abend. Also das kann man hier auch aufmachen, dann kommt hier nochmal Licht rein. Das ist ein ganz normales Fenster. Zu den Fenstern zeige ich euch auch gleich mehr, falls Leute noch nie campen waren, wie das so funktioniert. Weil ich mal, also wir machen das jetzt ja schon, ich glaube, das 4. Jahr in Folge und da hat man ja schon so ein bisschen Erfahrung. Am Anfang war das für mich auch alles Neuland. Da oben gibt es übrigens auch 2 Leselampen. Die Ablagefläche, wie ihr seht, ist dort oben auch vorhanden. Und dann wird es einfach nach oben gemacht und das war's schon. Das Bettzeug würde ich jetzt persönlich da nicht runterlegen, weil dann geht es nicht bis ganz nach oben. Und somit hat man dann auch wieder genug Fläche. So, dann kommen wir mal zur Küchenzeile. Also natürlich sind unter den Bänken auch noch Stauräume. Da kann man auch noch einiges verstauen. Und dann sehen wir hier einmal die Küchenzeile. Ich habe jetzt hier ein bisschen sauber gemacht, aber wie auch eben schon erwähnt, ist das jetzt nicht super sortiert. Also da sind unsere Gläser, Tassen etc. Ich zeige euch das jetzt nochmal von der Aufteilung her, wie das aufgebaut ist. Das ist alles, wie gesagt, nicht final. Und hier unten ist die Zeile, die Küchenzeile. Da kann man dann, wenn man jetzt hier abwäscht, also man kann da super abwaschen. Es gibt 3 Gasflammen. Sonst waren es immer nur 2, jetzt sind es 3. Und aufpassen, munter machen, dass der Hahn auch so zur Seite ist. Und dann sieht es so aus. Hier unten sieht man dann noch eine kleine LED-Leiste, die eingezogen ist. 2 Steckdosen gibt es. Kann man natürlich auch alles an- und ausmachen, das Licht. Also das muss man nicht immer stets und ständig anhaben. Das ist das Fliegengitter, wenn man das Fenster jetzt auf hat. Huch. Und so sieht es aus, wenn es dann eben verdunkelt ist. Und man das zum Beispiel geschlossen haben möchte. Ja, dann haben wir hier unsere Kaffeemaschine. Den Thermomix habe ich mitgenommen. Ich habe hier auch schon einmal gekocht. Was ich natürlich immer nicht so schön finde, wenn man jetzt hier den Thermomix stehen hat, dass es hier dann das ganze Dunstwasser dran geht. Da muss man dann wirklich schon hinterher sein. Also es zieht jetzt auch nicht raus. Aber ansonsten funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Ich habe mir noch so einen Edelstahl-Handtuchhalter hier reingehangen für die Handtücher. Und das ist die unordentliche Schublade. Ja, hier ist noch die Fernbedienung für unsere Klimaanlage. Die kann ich euch gleich einmal zeigen. Das ist nämlich auch sehr interessant. Und hier, ihr seht schon, es ist wirklich jetzt noch nichts schön eingeräumt, weil ich dafür einfach keine Zeit hatte. Aber ja, das sind so die Schubladen. Die eine, die untere ist ein bisschen kürzer, weil sich dahinter natürlich, glaube ich, auch was befindet als diese hier. Also die ist tatsächlich auch länger. Kriegt man auf jeden Fall ordentlich was rein. Also Stauraum hat man in der Küche auf jeden Fall genug. Dachte ich am Anfang erst, dass es ein bisschen wenig sein könnte, aber es ist tatsächlich nicht so, weil
das ist wirklich sehr tief nach dort hinten. Ja, hier oben sind zwei Lichter und hier ist unsere Klimaanlage, die wir uns zusätzlich einbauen lassen haben. Also das ist nicht ab Werk drin, sondern das muss man einbauen, für Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen. Und das ist aber nicht nur eine Klimaanlage, das wussten wir auch nicht, oder ich wusste das zum Beispiel nicht, sondern es ist auch gleichzeitig eine Heizung und eine, ja, die filtert auch gleichzeitig die Luft hier drin. Also es ist super angenehm. Es ist super angenehm, damit zu schlafen, weil sie so konstant die Temperatur hält. Also man kann da wirklich kühlen, heizen und die Luft mit filtern. Und das schläft sich so gut. Ich weiß noch, damals in dem alten Wohnwagen, da bin ich frühest immer aufgewacht und dachte mir, oh, die Luft war so verbraucht, weil ja 5 Leute da drin schlafen. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Also die Luft ist so klar und so, ja, einfach toll. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Modell ist. Steht jetzt leider auch nicht drauf. Ich kann, also es ist auf jeden Fall eine Dometic-Klimaanlage, aber welches Modell kann ich euch leider nicht sagen. Aber das kann man sicherlich per Googlen dann rausfinden. Natürlich immer an den Stromkreislauf angeschlossen. Das heißt, wenn man jetzt Pauschalstrom hat, wie hier zum Beispiel, dann kann man das natürlich auch die ganze Zeit laufen lassen, wenn man das möchte. Und muss nicht die Heizung anmachen, wenn es jetzt so kalt ist. Aber wenn man jetzt dafür natürlich bezahlt, dann kann ich euch jetzt nicht sagen, wie teuer das ist, weil die jetzt ja das erste Mal im Einsatz war, aber die wird ja dann noch im Sommer wahrscheinlich ein paar Mal laufen. Und dann geht es weiter zum Prachtstück. Dieser Kühlschrank, schaut euch mal diesen Kühlschrank an. Ich glaube, der ist sogar schöner als meine zu Hause, schon von außen. Also ein Traum von Kühlschrank mit dieser Hochglanzoptik oder ja Edelstahl. Ich mache ihn mal auf, er leuchtet blau. Er ist jetzt natürlich auch nicht ordentlich eingeräumt, weil meine Kühlschrank-Organisationsboxen, die ich dafür gekauft habe, da nicht reinpassen. Aber ja, wir haben schon hier einiges gefuttert. Hier ist sogar noch oben die Folie dran. Also ihr habt hier ganz viele Fächer. Also das ist der Wahnsinn. Hier passen auch wirklich viele Flaschen rein. Hier unten ein Obst- und Gemüsefach. Da habe ich schon mal gekocht. Eigentlich wollte ich noch einen Kuchen machen. Joghurt habe ich mitgenommen. Den Kühlschrank kann man auch übrigens während der Fahrt anschließen, sodass er dann schon mal runterkühlt. Diese Funktion gibt es hier oben. Und zwar ist das dieses Batteriezeichen. Auch dieses Kühlfach hier rausnehmen, wenn man möchte. Das möchten wir natürlich nicht, weil wir ja da auch Eis drin transportieren. Für die Kinder oder natürlich auch für Getränke. Wenn man im Urlaub ist, sitzt man ja doch öfters mal zusammen mit Freunden oder auch alleine. Also da passt wirklich richtig, richtig viel rein. Dann geht es weiter. Da haben wir hier so ein Panoramafenster, das auch sehr, sehr groß ist, also der ganze Wohnwagen ist total hell, auch durch dieses, ja, durch dieses hellere Holz. So sieht es dann geöffnet aus und hier ist einmal das Fliegennetz. Also das macht man natürlich dann auch, wenn das Fenster geöffnet werden soll. Ich zeige euch das einmal. So macht man das. Dreht es auf und dann geht das Fenster auf und dann kriegt man da frische Luft rein. So. Und dann, macht man auf jeden Fall das Fliegengitter davor, weil es hier super viele Mücken gibt. Dann seht ihr hier mal die Heizung. Die hatten wir, wie gesagt, glaube ich, noch nie an. Das ist der Kleiderschrank. Der ist jetzt auch sehr voll. Da ist wirklich alles drin, also die Jacken. Und dann habe ich mir hier so ein schönes System überlegt. Habe das einfach mit reingehangen, was jetzt absolut chaotisch aussieht. Aber das ist meistens so, wenn man mit Kindern verreist. Also hier habe ich dann alle so eine Schals, Mützen etc., Matschhosen, Badesachen hatte ich hier noch drin und ein paar Handtücher. Ich habe auch sogar hier einen Steamer mit dabei, wenn ich jetzt mal Sachen irgendwie glatt bügeln möchte, damit ich das schnell machen kann. Ansonsten ist da hier die Leiter drin von dem Hubbett. Und ja, das war es eigentlich. Da kann man einiges verstauen. Macht es zu und man sieht nichts mehr. Ja, für das Bett werde ich mir auf jeden Fall noch so eine Tagesdecke holen, weil das immer so bleiben wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Mittelteil, was ihr hier seht, ich glaube, das habt ihr schon mal im Video gesehen, so rausnehmen kann. Und dann kann man da ganz normal durchgehen, kann links und rechts einer schlafen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur zu viert wäre, also mit 2 Kindern, könnten da die Erwachsenen schlafen. Aber diese riesige Liegefläche ist einfach so schön, sage ich euch. Also ich glaube, das sind 2,30 Meter, müssen es sein. Man hat einfach extrem viel Platz. Ja, Ella schläft dann meistens in der Mitte. Und wir dann links und rechts können dann da rausgucken. Meistens ist das ja abends zu. Und dann haben wir hier oben auch wieder dieses wunderschöne Licht. Das ist die Beleuchtung von Hobby. Und da gibt es noch ganz viele Fächer, wo man was reinmachen kann. Ansonsten haben wir wieder das gleiche System wie dort vorne. Also das sieht so aus.
Und dann sind da die Sachen von Ella, Spielzeug, Sachen von Elias und die zwei Fächer gehören Felix. Und da hinten sind auch nochmal Ablagefächer. Dann gibt es auch dort hinten die Möglichkeit, hier einmal das Licht an- und auszumachen. Also das sind ja hier so Leselichter. Die kann ich auch dimmen oder halt ausmachen. Hier oben kann ich auch das Licht dann an- und ausmachen. Das ist alles möglich. Alex habe ich jetzt auch mitgenommen. Aber dadurch, dass wir hier kein WLAN haben, habe ich sie jetzt auch nicht angeschlossen, weil das eben dann nicht funktioniert. Und das Schöne ist, wenn man hier früh aufwacht oder abends ins Bett geht, sieht so schön aus. Ella hat da auch ganz oft rausgeguckt. Dann hat man auch hier die Möglichkeit, das einmal zuzuziehen. Das habe ich auch, guck mal, da ist ein Sticker dran geklebt. Ja, hier waren viele Kinder mit dabei, die hier mal schön gespielt haben. Und dann kann ich das hier einfach zumachen. Ja, und dann ist man so ein bisschen abgetrennt von den anderen, wenn man jetzt da noch sitzen möchte. Dort oben gibt es auch noch einen Feuerlöscher und auch wieder ein Fenster. Also es ist wirklich sehr dunkel, wenn man das abends zumacht und alle Fenster verschließt. Auf jeden Fall kann man da gut und lange schlafen, besonders die Kinder. Dann habe ich hier meine Jacken hängen, die ich so anziehe. Der Fußboden ist übrigens so Vinyl-ähnlich, würde ich jetzt meinen. Also ist auf jeden Fall sehr robust. Man kann hier oft durchwischen, durchfegen, also gerade mit Kindern und Hunden ist das optimal. Ich habe jetzt ja natürlich für die Gemütlichkeit noch diesen Teppich reingelegt, den ich euch auch gezeigt habe. Und dann das Vorzelt. Das ist das Bad, finde ich auch wunderschön. Hallo, ich mache einmal Licht an. Hier gibt es nämlich auch einen Lichtschalter und ich habe sogar ein Tageslichtbad. Ja, also auch hier ist ein kleines Fenster drin. Hat auch wieder die gleichen Funktionen mit Fliegengitter und so weiter. Dann ist hier alles verspiegelt, was den Raum natürlich noch mal etwas größer macht. Aber es ist vollkommen ausreichend. Also hier ist die Toilette. Da kann man den ganz normal spülen. Drückt man drauf. Und nach links und rechts öffnet und schließt man die Toilette. Super viel Stauraum habe ich hier. Also ich habe das jetzt auch nicht alles so wirklich eingeräumt. Ein bisschen Toilettenpapier, Waschmittel und nichts drin. Es gibt hier übrigens auch eine Therme, sodass hier auch heißes Wasser rauskommen kann. Also ganz normal kann man die Kinder dann auch damit waschen. Ich habe ja übrigens, sehe ich gerade, noch die Spangen von Ella drin. Sie hat mir nämlich die Haare gemacht. Dann haben wir hier so vier Fächer. Da habe ich jetzt immer so kleinen Kram reingemacht. Sonnenbrillen und Haarzeug. Und hier ist ein bisschen was drin. Alles jetzt nicht eingeräumt. Aber ja, das ist das Bad. Machen wir das Licht aus. Also es hat keine Dusche. Dort unten habe ich den anderen Teppich reingelegt. Könnte man, glaube ich, nachrüsten, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind ja eh jetzt nicht so, dass wir dort duschen, sondern gehen dann immer duschen. Hier gibt es noch zwei Hängerchen für Handtücher, ja. Also Kinder kann man hier auf jeden Fall abends gut sauber machen. Sich selber natürlich auch, aber ja, es ist auf jeden Fall absolut ausreichend und sieht sehr schön aus. So, nach draußen hin sieht es so aus. Hier gibt es auch noch eine Fliegengittertür, ganz wichtig. Bei Mücken. Ja, und dann zeige ich euch jetzt einmal das Außenzelt. Das ist das Vorzelt. Das ist ein Luftvorzelt. Das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir eins haben. Ich gehe einmal außen rum. Also man sieht schon, es gibt hier so einen Regenschutz. Also nochmal so ein kleines Vordach, wo der Regen auch immer sehr gut von alleine abfließt. Sonst müssten wir das teilweise mal abkippen. Und es hat sogar Gardinen. Mein Highlight. Ja, also hier sind die Sicherungsgurte. Für Unwetter. So einmal ein Rundumblick. Also es ist super riesig. Es ist 2,80 Meter. Geht es in die Tiefe. Es gibt, glaube ich, kein Zelt, was noch breiter ist aktuell. Also es gibt eins, was so 3 Meter in die Tiefe geht, aber das fällt dann so nach innen extrem stark ab. Das fand ich auch sehr schön. Aber auch hier schwarz-weiß. Voll meine Farben. So, das kann man auch alles rausnehmen. Man könnte auch hier so wie eine Verandastange, glaube ich, einhängen und das dann umklappen. Das haben wir jetzt hier aber nicht gemacht. Und dann gibt es auch zwei Türen. So, die erste Tür. Und wir gehen jetzt mal rein. So sieht es von innen aus. Also wirklich super hell. Wir sind jetzt einen Tag vor der Abreise. Und dann kann man das auch bis unten hin schließen. Es hält gut die Wärme und es gibt auch wirklich die Möglichkeit, überall diese Gardinen einzuziehen. Ihr seht schon hier diese Luftschläuche. Das ist ein System, das sich komplett
aufpumpt. Also man muss es einmal aufpumpen und man muss, glaube ich, auch nur diese kleineren Dinger extra aufpumpen. Ansonsten pumpt es sich mit einem Mal auf. Man zieht es dann in die Leiste rein, in diese Kehlerleiste. Es ist ein so kein Teilzelt, sondern ein komplettes Vorzelt. Das ist in dem Fall, glaube ich, 6 Meter oder 7 Meter. Ich glaube, 7 Meter. Ich bin mir sicher, 7 Meter müsste das sein. Und geht, wie gesagt, 2,80 Meter in die Tiefe. Das ist noch der alte Teppich von unserem alten Vorzelt. Da müssen wir natürlich noch einen neuen ordern. Und auch der Radkappenschutz hat nicht gepasst. Ansonsten hat man hier wirklich richtig viel Platz. Also wir saßen hier schon zu 12, glaube ich, drin. Ein sehr schönes System, sehr hell. Und ich bin gespannt, wie es beim Abbau dann sein wird. Ob es da Schwierigkeiten gibt oder wie schnell das geht. Für uns war ja die Schnelligkeit auch wichtig, dass es eben dann schnell auf- und abzubauen geht. Und das werden wir dann morgen in Erfahrung bringen. Ansonsten seht ihr ja, es ist jetzt hier draußen trotzdem recht gemütlich, aber es ist jetzt noch nicht so, dass es final so aussehen wird. No, but tomorrow, I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. That's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. Und ich zeig das jetzt mal so für richtige Camping-Neulinge, was sich jetzt hier noch außen befindet. Ein Kind, was an der Tür lauert. Ja, also das ist praktisch die Tür, habt ihr ja gesehen. Dann gibt es hier den TV-Anschluss. Hier gibt es aber nochmal so ein extra Stromkabel, also Stromanschluss, da kommt das Frischwasser rein. In diesen Tank, da ist der Tank dann drunter. Hier in diesem Bereich ist die Toilette und dort drüben ist nochmal so ein Fach, was man von außen begehen kann. Nicht begehen, sondern wo man von außen eben reinkommt, wo man dann so Tische oder sowas reinpackt oder die Stühle in dem Fall. Und da kommt man dann auch super gut ran. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ein ganz normaler Alltagsvlog. Bis dann. Tschüss. Wanna take a leap and jump in, oh, 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 you wanna fall in love, you get